Hallo, mein Name ist Yvonne Hür von der Hundeschule Düssel-Denkos. Heute wieder ein kleiner Film zum Thema Mantrailing und dabei geht es um die Do's and Don'ts des Mantrailings. Das heißt also, was soll ich machen oder was soll ich möglichst vermeiden? Der erste wichtige Punkt sind Korrekturen. Das heißt, wir greifen nicht ein. Das heißt, der Hund wird nicht gestoppt, wird nicht zurückgehalten, er darf erstmal arbeiten. Wenn wir wissen, wir haben ja immer einen Backup, der uns dann auch schon mal was zuflüstert, wenn wir wissen, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat, achten wir extrem auf den Hund und gucken, wie seine Körpersprache ist, was er uns erzählt. Aber wir gehen nicht hin und bleiben stehen, um ihn zu stoppen und gehen dann erst weiter, wenn er umgedreht hat, sondern wir lassen ihn arbeiten. Wichtig ist dann, dass wir schnell reagieren, wenn er uns anzeigt, dass er falsch ist. Der nächste Punkt ist, dass der Backup einfach zurückbleibt. Das heißt, dass er stehen bleibt, wenn er weiß, dass ihr falsch gelaufen seid. Nehmen zum Beispiel eine Kreuzung. Der Hund entscheidet sich für geradeaus, aber tatsächlich würde es nach links gehen. Wenn der Backup jetzt an dieser Kreuzung stehen bleibt, während ihr nach vorne geht, heißt das, dass der Hund das sehr schnell merkt. Das heißt, dass das auch eine Korrektur ist. Dass der Hund merkt, dass er falsch ist. Das ist nicht, weil er jetzt selber gecheckt hat. Der Geruch wird weniger, er wird schwächer. Ich muss umdrehen und den Geruch wieder suchen. Sondern der bleibt ein Teil des Teams bleibt zurück. Also das heißt, ich bin falsch und ich muss mal gucken. Das ist eine Hilfestellung, aber keine hilfreiche. Der nächste Punkt heißt, mach einfach mal. Das heißt, ihr hattet mal wieder zu wenig Zeit, euch für das Training vorzubereiten.